zusammen. Chopcat. Wir spielen zusammen in einer Swing-Kombo und wir sind sowohl Tänzer als auch Musiker. Wir wollen euch ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr euch besser mit der Swing-Musik verbinden könnt. Wie funktioniert eigentlich Musik und was kann man, wenn man ein bisschen mehr über Musik weiß, tänzerisch damit machen. Wir wollen euch ein bisschen was erzählen darüber, was sind Zählzahlen? Warum zählen Tanzlehrer nur 5, 6, 7, 8, obwohl wir es immer mit einem Vierteltanz zu tun haben? Wie funktionieren musikalische Phrasen? Wie funktionieren musikalische Formen? Was ist überhaupt ein Jazz-Standard? Wow. Ja. Und warum müssen wir das überhaupt wissen? Warum klatschen wir auf 2 und 4, obwohl doch eigentlich die 1 die wichtigste und die bestimmte Zählzahl ist? Allgemein kann man sagen, dass den meisten Swingstücken eine Struktur von 32 Takten zugrunde liegt. Und die kann man tatsächlich immer in Achterbündeln packen. Das heißt, wir haben 4x8 Takte. Bei AABA sind das dann 2x der A-Teil, der fast 1:1 wiederholt wird. Bei manchen Stücken wirklich komplett wiederholt wird. Da gibt es einen B-Teil, der sich harmonisch und melodisch unterscheidet, auch rhythmisch meistens. Und dann zum Schluss kommt nochmal der A-Teil. Also wir haben A, 8 Takte, nochmal A, 8 Takte, B, 8 Takte und den letzten A-Teil, 8 Takte. Nun denken die meisten, dass diese 8 Takte eine Phrase bedeutet. Und am Ende dieser 8 Takte, die letzten 2 Takte, könnte man einen Break machen. Das stimmt nicht so ganz. Eine Phrase im Jazz ist im Grunde wie ein abgeschlossener Satz, den ich sage. Und die kann zum Beispiel auch über 2 Takte oder über 4 Takte gehen. 1, 2, 3, 4.